Herzlich willkommen zurück zu Doors Paradox mit Arezo. Ich bin Arezo und wir sind heute beim Haus der Weisen. Letzte Folge war ein bisschen kurz, wie ich dann festgestellt habe. Diese wird wieder normal lang. Nehme ich an. Es sei denn, ich klicke wieder aus Versehen aus dem Fenster raus und passe da nicht vernünftig auf. So, hier haben wir erst einmal eine Lösung für ein Rätsel. Und zwar für dieses Rätsel. Okay. Das hier muss auf den zweiten von unten. Das hier muss auf den zweiten von oben und das muss nach ganz unten. Okay. Zweiter von oben. Ganz unten. Spiel. Okay, vielleicht ist es genau andersrum. Zack, zack und zack. Spiel. Okay, Moment. Hier links ist zweiter von unten. Zweiter von oben, ganz unten. Okay. Zweiter von unten, zweiter von oben, ganz unten. Okay, vielleicht müssen wir vorher noch was anderes machen. Da haben wir einen Edelstein. Schön. Hier haben wir einen Schalter und da muss irgendwas eingesetzt werden. Hier haben wir eine Kiste. Da fehlt ein Schlüssel für. Hier haben wir unseren Brief. Oh nein, wir haben schon wieder was Umgedrehtes. Okay, gut, kein Problem. Okay. Das hier muss nach unten, das muss hier hin. Okay, hier müssen wir was einsetzen. Gut. So, hier haben wir unseren Brief. Die Gier hat dich verzehrt und die Zukunft zerstört, die du aufbauen wolltest. Ha, okay. Ja, kann vorkommen. Passiert Menschen öfter mal. Da haben wir einen Griff. Da haben wir einen Stein. Gib mir den Stein. Gut, wir haben den Edelstein. Ich nehme an, das ist hierfür. Ja. Sehr schön. Und da drin haben wir eine Maske. Und die Maske packen wir hier hin. Und... ach Göttchen. Oh, das sind Schlüssel. Okay. Ich dachte, das wäre ein Rätsel. War schon beunruhigt. Es ist ein Rätsel, oder? Okay. Das kann hier offenbar nicht vorbei. Ah, okay, wenn wir... okay. Was, die können sich nicht gegenseitig berühren, oder? Okay, die roten Kugeln dürfen nicht aneinander kommen, nehme ich an. Gut. Okay. Kein Problem. So, damit haben wir das. Zack. Und das können wir nicht mehr bewegen. Moment, das machen wir hier hin. Dann können wir das hier hin bewegen. Dann kann das hier hin. Dann kommt das wieder hier runter. Das kommt dorthin. Das kommt hier nach oben. Perfekt. Okay, wunderbar. Erste Pyramide ist offen. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal hier drüben. Okay. Das muss hier hin. So, wunderbar. Das muss hier oben hin. Wunderbar. Das muss hier hin. Wunderbar. Und mit dem haben wir jetzt ein kleines Problemchen. So. Hoppala. Okay, das schieben wir kurz aus dem Weg. Moment. Du solltest hier gar nicht unten sein. Wo solltest du sein? Moment. Ha, ha, ha.
Ah, klar. Irgendwie hat gerade mein räumliches Vorstellungsvermögen mal wieder nicht mitgemacht. Das kommt häufig vor bei mir. So, zack. Ist das räumliche Vorstellungsvermögen oder einfach nur das Vorstellungsvermögen gerade gewesen, das mir Probleme gemacht hat? So, okay, das war Marmor. Und ich würde sagen, das können wir einfach mal hier einsetzen. Sehr schön. Habe ich beide Edelsteine? Ich bin nicht sicher. Vielleicht? Hinweis an... Nein, ich will keinen Hinweis anzeigen. Okay, eventuell müssen wir hier gleich nochmal her. Falls ich einen Edelstein vergessen habe. Denn wenn ich einen Edelstein vergessen habe, dann kommen wir nicht ins letzte Level. Nee, okay, wir haben beide. Sehr schön. Arabischer Bazar! Auf geht's. Lasst uns ein bisschen feilschen. Ich bin nicht gut im Feilschen. Mir ist Geld einfach nicht wichtig genug. So. Ich nehme an, hier brauchen wir einen Schraubendreher. Da haben wir erstmal unseren ersten Edelstein. Da haben wir einen Haufen Melonen. Da haben wir unseren zweiten Edelstein. Okay. Außerdem scheinen wir da unseren... Achso, nee, das ist ein Messer, kein Brief. Gut, wir haben ein Messer. Was haben wir hier unten? Können wir das aufschneiden wieder? Ja. Und das sieht aus wie ein Schlüssel. Sehr schön. Wir haben einen Schlüssel. Hier haben wir einen Käfig mit einem Schlüsselloch. Und da haben wir unseren Brief drin. Was schreibt uns die Katze denn? Du wolltest die innere Leere füllen, aber es war nie genug. Jetzt wird's langsam wieder vertraut. Okay, wir haben das Medaillon. Wir haben hier ein paar Zeichen, die ich nicht kenne. Das sind 5. Das hier sind nur 4. Ah, Moment. Wir packen das mal hier hin. Okay, wir haben ein kleines Labyrinth. Wo ist der Ausgang? Bisschen doof, dass der Edelstein ein bisschen im Weg ist bei der Sicht hier, ne? Okay. Das Doofe ist auch, ich weiß nicht, wo ich hier ankommen soll. Wenn man so die Sicht drauf hat, dann ist es immer recht einfach vom Anfang im Prinzip. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Start hätte, könnte ich wesentlich leichter gucken, wo ich lang müsste. Nämlich hier runter. Okay, versuchen wir das einfach mal. Zack. Dann sind wir zumindest erstmal an der Seite des Labyrinths, ne? Ja, aber wo ist der Ausgang? Der Ausgang ist hier nicht markiert. Okay. Nehmen wir an, der Ausgang ist hier irgendwo. Dann, Moment. Da. Müssen wir hier lang, hier lang. Hier. Okay, kein Problem. So, den ganzen Weg wieder zurück. Das wäre jetzt auch so viel leichter, wenn ich einfach nur die Pfeiltasten benutzen könnte oder WASD. Kann ich aber nicht, ich habe es ausprobiert. Erstmal, das hier hinten ist nicht der Ausgang, oder? So. Nur zur Sicherheit, das hier sind nicht die Ausgänge, nein.
Übersehe ich hier irgendeine Markierung? Am Ende muss ich hier selbst die Markierung noch einsetzen erst einmal, damit ich raus darf. Das hier ist auch nicht der Ausgang, oder? Nein. Oh, doch, das war er. Okay, und wir haben ein Brecheisen gefunden. Okay, dann können wir die Tür jetzt damit aufmachen. Oder wir schlagen mal das hier kaputt. Nee? Das hier? Nee? Gut, wir brechen nichts auf mit dem Brecheisen, wie es aussieht. Oh, Moment. Haha. Wir hatten hier die Bretter. Muss ich das jetzt wirklich für jedes einzelne Brett machen? Das Spiel legt ein bisschen zu viel Wert auf Realismus, was das angeht. Okay. 2, 5, 1, 3. Gut, das erste ist also die 2, das ist der kleine Elefant. Kleiner Elefant, da haben wir es. Okay, das nächste ist die 4 oder 5, das sind 5. Das heißt, das Seepferdchen. Da haben wir es. Das nächste ist die 1 und die 1 ist die Note. Da haben wir die Note. Und das letzte ist die 3 und die 3 ist das P. Gut. Und, Moment, das P ist schon gesetzt. Jetzt bin ich verwirrt. Moment, müssen wir eins tiefer sein immer? Okay, Moment. Kontrollieren wir das nochmal. Das erste sollte der Elefant sein, ne? Die 2. Ja, hier haben wir den Elefanten. Okay. Das hier ist die 5. Und die 5 war... 1, 2, 3, 4, 5. Das Seepferdchen. Seepferdchen. Okay. Danach, Moment, kommt die 1. Die 1 ist die Note. Und zuletzt kommt... Moment, zuletzt kommt die 3 und die 3 ist das P. Doch, ich denke, ich hatte das richtig. Spiel? Darum muss ich mich mit dem Spiel streiten wegen sowas. Okay, Moment. Wir... packen mal alles einen Schritt nach oben. Noch einen Schritt nach oben. Arabisch wird von rechts nach links gelesen, aber trotzdem von oben nach unten. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass ich hier von unten hätte zählen müssen. Und das von rechts nach links macht hier keinen Unterschied, ne? Okay, versuchen wir es trotzdem. Wir drehen es um. Okay, das zweite von unten ist ein X. Wo ist das X? Ist das das X? Oh, Moment mal. Wir müssen nicht 10, sondern wir müssen die Markierungen uns hier angucken. Okay. Also das erste ist das mit den 2. Das heißt... Okay, ich habe schon wieder aus dem Fenster rausgeklickt, aber ich weiß diesmal, es waren circa 14 Minuten. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich die Folge beende, dann tatsächlich, weil ich weiß, dass die Folgenlänge erreicht ist. Okay, hier haben wir die 2 und wir haben hier 2 Punkte. Das heißt, das erste ist die Note. Okay, das zweite ist das mit den 5. Das heißt, das zweite ist der Elefant. Elefant, wo bist du?
Da haben wir den Elefant. Okay, danach die 1 und die 3. 1 ist das P und 3 ist das Seepferdchen. P und Seepferdchen. Okay. P und Seepferdchen. Tada! Sehr schön. Und wir folgen der Katze. Und haben noch Zeit für ein weiteres Level, denke ich. Und damit sind wir auch im Zeitplan, den ich in der letzten Folge tatsächlich geplant hatte. Indischer Thron. In der letzten Folge hatte ich gesagt, vorletzte, bevor wir zu den Final-Leveln kommen, ne? Zumindest wollte ich sagen. Ich bin nicht sicher, ob ich es tatsächlich gesagt habe. Also ich wissen, was ich gesagt habe. Ich höre mir die halbe Zeit nicht zu. Edelstein gesammelt. Ich empfehle das generell, mir nicht zuzuhören. Edelstein gesammelt. Oh, doch nicht. Erstmal den Brief lesen. Jetzt ist es Zeit, eine Wahl zu treffen. Gibst du auf oder setzt du deine endlose Suche fort? Ich glaube nicht, dass ich eine Wahl treffen muss. Ich glaube, ich kann beides machen. Ich habe genug Edelsteine für beides. Okay. Hier haben wir ein seltsames Dingens. Hier haben wir einen Stern. Hier haben wir Sternsymbole. Hier haben wir eine Mischung aus Wal und Kaulquappe. Da haben wir eine Maus. Okay, eine Elefantenfigur. Zack. Okay. Alles muss leuchten. Wenn wir etwas anklicken, dann werden sowohl das Feld als auch alle Benachbarten beleuchtet. Das war einfach. Und der Stuhl geht weg. Gut, niemand braucht einen Stuhl. Und ein Elefant. Yay. Mit einem Stern. Oh, eine Blume. Na gut. Und wir packen die Blume hier unten rein. Oder auch nicht. Okay. Ich war mir fast sicher. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher. Hm. Okay. Hieran auch nicht. Nee. Oh, da oben. Wir können die hier oben einsetzen. Aha. Und okay, offenbar wird ein bisschen Licht fokussiert hier. Auf dieses Feld. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, wir haben einen blauen Diamanten. Dann holen wir uns den am besten auch von der Seite hier noch. Sehr gut. Dann gucken wir, ob hier auch noch was drin ist. Sehr schön. Und hier. Na, geh auf. Okay, wir haben 4 blaue Diamanten. Sehr schön. Okay, ich nehme an, wir setzen die auf die Stellen, wo Blumen sind. Oder Sterne, was auch immer. So. Und das hat nichts gebracht. Okay. Also, wir... Moment, geht das als Türbegrenzer hier? Das hier ist der oberste Bereich der Tür. Wenn ja, dann wären die Steine hier, hier
Und hier und hier? Ne, das war es offenbar nicht. Wir haben dort dieses Loch, das sehr danach aussieht, als hätte es irgendeine Bedeutung. Okay, hier können wir offenbar nichts wegziehen. Moment, hier haben wir noch einen Stein. Ah, da haben wir den violetten Diamanten. Okay, wir legen mal den violetten Diamanten ein. Okay. Und jetzt packen wir die Dinger wieder dahin, wo sie hingehören. Ja, das hier muss noch eins nach unten. Sehr schön. Und ist die Tür jetzt offen? Ja. Na gut, wir gehen. Level abgeschlossen. Gut, indischer Thron, fertig. Folge dem Licht oder nimm die Dunkelheit an. Tja, ich nehme an, wir können beide spielen, aber ja, ganz sicher bin ich nicht. Okay, ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge. Diese große Entscheidung machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.